So, hallo zum zweiten Teil von Infamous Second Son, First Look. Und ja, wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. So, gucken wir mal eben ins Hauptmenü rein. Ist da eigentlich irgendwas zu sehen? Scherben, Rauch, Rauchsprint, Lüftungsschachtsprint. Ach, das sind die Sachen, die ich kann. Nahkampf, Sprintangriff. Ah ja. Was haben wir hier? Das ist das aktuelle Ziel, würde ich mal sagen. Okay, mehr gibt's da wohl nicht. Mann, das ist wie Vegas nach dem Weltuntergang. Oh, das ist dann wohl das Mutterschiff. Scheiße, Delson. Hey, alles okay? Okay. Mir geht's besser als okay, Mann. Ich glaube, ich kann einen neuen Trick. Ja. Neu. Oh ja. Auf jeden Fall neu und besser. Delson, das ist nicht besser, Mann. Wir versuchen, die Probleme zu lösen, die du schon hast. Wir brauchen keine neuen. Was glaubst du? Augustin wartet und ruht sich aus? Ich muss stärker werden, wenn ich gegen die Betonkönigin antreten will. Hey, ich hoffe, das musst du nicht. Hör mal, es gibt vielleicht auch noch einen anderen Weg zu Augustin. Welchen anderen Weg? Ich habe ein paar Kontakte in Seattle, okay? Auch bei der Polizei. Nein, das ist nicht der Punkt, an dem Reggie auftaucht und alles in Ordnung bringt. Das ist nicht dein Problem, Reggie, sondern meins. Ist da jemand? Hört mich jemand? Da, perfekt. Du willst jemandem helfen? Los, rette die Jungfrau in Nöten. Ist aber... Bitte! Okay, gut. Wir gehen beide hin. Nein. Du spielst den Supercop, okay? Ich komm nach, so in einer Minute. Okay, aber geh ja nicht weg. Und um Himmels Willen, fass bloß nichts an! Ich fasse jetzt alles an. Du zuerst, kleiner Kerl. Hey, das brauche ich noch. Vielleicht muss ich bloß Rauch nachtanken. Okay, ja, danach könnte ich wirklich süchtig werden. So, kann man die aufmachen? Ne, anscheinend nicht. Oh ja, das müsste funktionieren. Mann, wenn wir in der Stadt sind, muss ich unbedingt noch mehr von den Dingern finden. Alle Explosionsscherben. Ach, da oben. So, und wieder. Es wird Zeit für... Hey, Delson, ich brauch dich hier oben. Alter, du glaubst im Leben nicht, was das für ein Piepen war. Komm einfach her, okay? Hier steckt ein Bus voller Hilfsarbeiter fest. Ich wollte, dass sie den Bus verlassen, aber sie wollen die Medikamente auf dem Dach nicht zurücklassen. Sag ihnen, sie sollen durchhalten. Ich hol den Bus da raus. Delson, ich weiß, was du denkst. Tu's nicht. Ey, ich hab grad einen Schwarm Quadrocopter erledigt. Ich kann wohl einen Bus ausgraben. Es dauert ja ewig. Das muss auch schneller gehen. Ah, jetzt kann ich das verbessern hier. Da oben gibt es auch noch Sachen zu verbessern. Upgrade.
Nächstes Upgrade verbraucht 25 weniger Rauchenergie. Karma-Stufe Wächter benötigt. Verbraucht 25% weniger. Ich bin nicht aufzuhalten! 14, ich sagte nicht! Ah, sorry, Reg. Kann ich nicht hören. Meine Heldentaten sind zu laut. 14, ich werde nicht! Ups, du warst weg. War wohl die falsche Taste. Der Rest der Strecke ist frei. Wird Zeit, das Ding nach Seattle zu fahren. Also optisch finde ich das richtig gut. Also, ob ich jetzt mehr erwartet habe, das weiß ich nicht. Also, keine Ahnung. Hey, Reggie, mach auf, na los. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Delson, wir haben ein Problem. Einige der Leute im Bus haben gesehen, wie du mit deinen Superkräften den Weg freigeräumt hast. Und sie haben Angst vor dir. Was? Ich hab's dir gesagt, Mann. Bioterroristen sind nicht besonders beliebt. Und jetzt gehöre ich nicht mehr zu den Cheerleadern und sitze hinten im Schulbus? Nein, sie wollen dich gar nicht im Bus. Sie wollen dich nicht hier drin. Sie sagen, wenn du reinkommst, steigen sie aus. Dann sollen sie halt laufen. Mir doch egal. Glaubst du, dass mich diese Tür hier aufhält? Das tust du nicht. Ist das klar? Diese Leute haben noch nie sowas wie dich gesehen. Sie haben Angst. Okay? Und ich verstehe sie. Er sagt, er will die Tür eintreten. Na los! Sir! Nur noch eine Sekunde! Hey, lass mich sie über die Brücke bringen. Dann komme ich dich abholen, okay? Das dauert höchstens 5 Minuten. Komm schon, Mann. Ich kann dich nicht in den Bus lassen. 5 Minuten. Pass auf, schalt das GPS an deinem Handy an, falls wir uns verlieren. Oh, du meinst, so wie jetzt. Was ist das? Achtung! Die geplante Stilllegung der Brücke 520 auf Anordnung des BOP beginnt in Kürze. Alle Fahrzeuge und Personen haben die Straße... Klingt nach einem sinnvollen Hinweis. Gerzen, ich habe die Arbeiter rübergebracht. Das DOP... die Brücke räumen. Komm dich holen, also. Reggie, hörst du mich? Was ist da los? Hallo? Hey! Hey! Braucht ihr Hilfe, Leute? Oh Mist. Ein Bioterrorist. Hey! Das ist einer von diesen Ganz Freaks! Ruhig. Wow, wow, wow! Nein, 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 nein! Oh. Oh, diese Schnellheilungssache wird noch echt nützlich sein. Echt, Mann, ich will nur durch den Tunnel. Jetzt gehört er mir.
Okay, okay, ich gebe auf, okay. Tu mir nicht weh. Siehst du, wir sind nicht alle Monster. Sag's weiter. Das ist aber cool, jetzt die Optik. Was denn gerade? Reggie? Mann, antworte doch! Oh mein Gott. Das war eine Brücke? Also optisch macht es schon was her, also finde ich zumindest. Sieht nicht schlecht aus. Hat was. Ich komme, Reg. Los doch, Kernrelais. Zeig, was du kannst. Hier lang komme ich auf keinen Fall durch. Versuchen wir es. Ach, wieder was Neues. Okay, Kosmos, immer her damit. Ja, immerhin. Okay. Okay, langsam. Oh, 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 oh. Da habe ich falsche Taste gedrückt. Ah, jetzt kann ich schweben. Welcher Taste ist das? Reggie? Jensen? Was höre ich da, dass du und dein Bruder nach Seattle wollen? Das passt gerade nicht so gut, Betty. Okay. Aber pass auf dich auf. Spaß. Okay, mach ich. Bis dann. Tja. Halt still! Durchhalten, Jensen. Schon fast drüben. Gott, lass das sein! Verdammte Brücke!
Reggie! Tut dir wieder dein Blutfarben weh, ha? Dörzin! Okay, okay, okay. Na komm schon. Geht schon. Danke für die Hilfe. Sieh doch mal. Wow. Offenbar hast du sie im Griff, deine neuen Symptome. Stimmt. Der einzige Nachteil ist natürlich, dass... Nein. Mir fällt keiner ein. Das ist schon ziemlich abgefahren. Wirklich? Kein Nachteil? Was ist mit diesen bewaffneten Typen dort, die dir wehtun wollen? Und zwar liebend gern. Ist das ein Nachteil? Ja. Okay. Nach allem, was wir wissen, könnten wir dich durch ihren Sicherheitsbereich schleusen. Du bist ja kein normaler Bioterrorist. Normal? Nein. Nein. Nicht, wenn du mit normal die Leute meinst, die sie wie Versuchskaninchen zusammentreiben. Nein, Reggie, ich bin nicht normal. Ich Hast weiß. Du mich auf der Brücke gesehen? Hab wir ich. Schaffen diese Typen. Hey, lass uns doch erst versuchen, es unbemerkt durch ihre Kontrollpunkte zu schaffen, okay? Das macht es viel einfacher, durch die Stadt zu kommen. Okay, gut, gut. Wir machen's auf deine Art. Ganz subtil. Hör zu, versprich mir, dass du da vorne gleich cool bleibst. Hey, mein Spitzname war mal Mr. Cool. Das ist niemals dein Spitzname gewesen. Niemals. Machst du dir darum echt einen Kopf? Diese DOP-Typen haben vielleicht nicht so viel Kraft wie du. Wie die natürlichen Bioterroristen. Aber die Regierung hat ihnen genug verpasst, um Hackfleisch aus uns zu machen. Okay. Gerade hast du meinen Seattle-Urlaub offiziell ruiniert. Wie lange war ich gleich weggetreten? Eine Woche. Wow. Dann hat das DOP das alles in nur... Yep. Die waren echt fleißig. Sobald wir durch sind, melde ich mich bei ein paar Kollegen. Vielleicht kriege ich Zugriff auf die Polizeidatenbanken. In der Zwischenzeit hältst du dich aber bitte bedeckt. Könnte sie erschrecken, wenn ich mit einem Bioterroristen auftauche. Okay, Mr. Boss. Das ist eine registrierte Schusswaffe. Ich bin Polizist. Natürlich. Diese Reihe. Ich darf zum Bus, mit zu seinen Freunden. Oh mein Gott, aufregend, ich stehe hier. Bitte legen Sie Ihren Finger auf den Scanner. Wird bearbeitet. Warnung, oberster Konvoi erkannt. Zwei von drei? Gut. Dörzin, hau ab! Den Teufel werde ich! Man soll immer alles rauslassen! Dörzin, bleib in Deckung! Sag mir nicht, wie ich kämpfen soll! Auf den Türmen! Ich sehe sie! Denk dran, die Zivilisten sind unschuldig!
Ah, ich glaube, jetzt kommen wir auch langsam zu dem. Oh, Teil. Das ist noch so eine Drohne. Aber alles, was ich mache, wird die Kontrolle weniger, ja? Mir geht's gut. Prima. Wie du gesagt hast, ich halte mich bedeckt. Halt dich weiterhin bedeckt. Ich ruf an, wenn ich was habe. Ich habe Zugriff auf die Polizeidatenbank von Seattle. Wie es aussieht, hat das DOP seine Augen und Ohren überall. Na, dann lass uns denen die Augen ausstechen und die Ohren abschneiden. Okay, ich sehe dich auf dem GPS. Du bist nicht weit von einer ihrer mobilen Kommandozentralen. Wenn du die lahmlegen kannst, können sie dich nicht mehr so gut verfolgen. Mobile Kommandozentrale, verstanden. Wie sieht so ein Ding denn ganz genau aus? Wie eine große, gepanzerte mobile Einheit mit seitlichen Anschlüssen und viel Funkausrüstung auf dem Dach. Na, ich glaube, ich sehe ihn. Riesenwohnmobil mit Scheinwerfern und Metallzeug auf dem Dach. Okay, gut. Da sollten Lüftungspaneele an den Seiten sein. Schalte genug von denen aus und der Kern wird überhitzen und freiliegen. Okay, Paneele wegpusten. Klar. Ziehen wir das weiter zurück.
verdächtiger gesichtet. Er ist nicht in meiner Schulter. Und zerstöre sie. Dann haben wir es leichter. Hallo. Kurz und knapp. Siehst du den Hauptenergiekern? Müsste oben drauf sein. Ist wohl die Verstärkung. Was für eine Verstärkung? Die kleineren Typen sind mir lieber. Die legen sich echt mächtig ins Zeug. Die kleineren sind mir definitiv lieber. Du bist da drin. Hey, Delson, mir fällt gerade ein, die DOPs haben doch alle Betonkräfte, stimmt's? Also musst du sie nur einem von ihnen abzapfen und wir können nach Hause. Tja, und wenn das nicht klappt, heißt das, du hast dich geirrt und wir können trotzdem nach Hause. Was will er? Wie wär's mit dir, Großer?
Ah, Mist. Und? Hat's geklappt? Ah, kann ich gerade nicht sagen, Mann. Hier kommen DUPs aus allen Richtungen. Dann nichts wie weg da. Ja, toller Rat. Queen Anne Nebenmission jetzt verfügbar. Auf der Karte angezeigte Explosionsentscheidung. Queen Anne Respawn-Punkt. Aha, ah, man hat Sachen freigeschaltet. Mission abgeschlossen. Prima, das sieht ja schon mal gut aus. Okay, Reggie, ich frag nur ungern, aber wissen deine Kumpels im Blau noch irgendwas über diese Kernrelais? Offenbar wurden die überall in der Stadt verteilt. Die Polizei von Seattle überwacht sie. Die UP nicht verraten will, wozu sie gut sind. Aber du kannst rausfinden, wo die alle sind. Klar, wie gesagt. Gut, schick mir ihre Positionen auf mein Handy. Wozu? Damit du noch mehr Kräfte abzapfen kannst? Nein, vergiss es. Boah, mein eigener Bruder will, dass ich gegen die schlimmste Ultra-Mega-Bioterroristin überhaupt kämpfe. Mit schwachen Kräften. Das habe ich nicht gesagt. Ja, dann sollte ich wohl keine Zeit verlieren und sofort zu Augustin gehen. Das einfach hinter dich bringen. Wer weiß, wie es ausgeht. Okay, schon gut. Du hältst dich von Augustin fern und ich schick dir die Relais-Position, die ich kenne. Danke, Reg. Du bist der beste Bruder von allen. Nein, wenn ich das wäre, hätte ich dich daheim in Sermon Bay in einen Schrank gesperrt und den Schlüssel verloren. Wow. Ein Schrank ist zwar kein Hindernis für einen Conduit, aber nett, dass du mich einsperren willst. Kräfte arbeitet. Yep, immer noch Conduit. Das musst du sehen. Das DUP hat die Stadt völlig eingestampft. Alle Leute schauen sich nervös um und ziehen nur noch den Kopf ein. So funktioniert das Kriegsrecht. Man kontrolliert Stadt und Einwohner, indem man zuerst beide bricht. Ja, Mann. Besatzungsarmeen sind das Letzte. Das solltest du erstmal lieber für dich behalten. Die Kraft aus. Ah, okay. Dafür ist das gedacht. Oh, yeah! Ich muss sagen, bis jetzt macht das Game eigentlich richtig Bock. Also, eigentlich das, was ich mir eigentlich auch vorgestellt habe. Schön Open World, wo man sich bewegen kann. Wo man viel einsammeln kann. Hier sehen. Alles ist verlassen. Es geht nicht eine Fähre mehr rein und raus. Das gleiche am Flughafen. Glaubst du, das DUP macht das mit jeder Stadt, in die es gerufen wird? Das habe ich zumindest gehört. Wieso lassen sich Leute sowas gefallen? Weil, wenn es darauf ankommt, die meisten nicht bereit sind, ihr Leben für die Freiheit zu opfern oder für das Streben nach Glück. Nee, das glaube ich nicht. Oh, hoppla. Da wollte ich gar nicht hin. Schauen wir mal, was kriegen wir jetzt für eine neue Fähigkeit? Bomben! Oder? Hier habe ich ein gutes Gefühl. Schwefelbomben. Was sie brauchen, ist sowas von ungesund.
Drogen keine Macht! Gebt den Drogen keine Macht! Rauch, ja, Drogen, nein! Rauch, ja, Drogen, nein! Rauch, ja, Drogen, nein! Rauch, ja, Drogen, nein! Dieser Abschaum ist ein Albtraum! Dieser Abschaum ist ein Albtraum! Ich glaube, das war nicht gut. Wie schmeckt das? Ich glaube, das geht noch nicht, dass ich die hier kaputt machen kann. Ah doch, geht. Ich muss noch ein paar Mal draufschießen. Dann funktioniert das. Wunderbar. Oh, gibt's eigentlich hier irgendwo eine Karte? Oh, hier gibt's eine Karte.
Okay, hier hat man schon mal eine Übersicht. Also hier bewegen wir uns gerade. Das sind die verschiedenen... Queen Anne, Battle Center, Paramount. Hier sind die einzelnen Distrikte. Ja. Sagen wir mal so, von der Größe her ist es eigentlich sagen wir mal, der erste, zweite Teil, also es ist nicht übermäßig groß. Für dich. Vielleicht kommt da noch was dazu, aber ich gehe mal einfach mal davon aus, dass das, was ich hier sehe, ist alles. So, jetzt verteilen wir gerade noch ein bisschen Punkte. Ja, böses Karma, böses Karma. Kometenfall, das haben wir noch nicht. Schwefelbomben, was ist das? Weniger Energie ist immer gut. Nehmen wir auch mal mit. So. Mein Fazit bis jetzt. Also, es ist auf jeden Fall... Also, ich finde es nicht schlecht. Es lässt sich einfach spielen. Ist natürlich jetzt... Der ganze Krempel ist jetzt halt mit Feuer, nicht mit Strom, wie der Vorgänger zum Beispiel. Aber, lässt natürlich auch andere Möglichkeiten offen. Und ich finde es ehrlich gesagt nicht schlecht. Ja, optisch finde ich es auch sehr ansprechend. Also zumindest was ich vorhin so gesehen habe und bis jetzt finde ich recht nice. Story, ja... Ist okay, sagen wir es mal so, also... Einfach mal abwarten, wie es sich entwickelt. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass das Open-World-mäßig auch wieder gemacht ist, also dass man sich hier frei bewegen kann. Und es gibt Nebenmissionen und so weiter und so fort und... Ja. Ich würde mal sagen, mit diesen Worten schließe ich Teil 2. Von Infamous Second Son First Look. Und ja. Schaut euch dann gleich noch den dritten Teil an. Wenn ihr wollt.